Herzlich willkommen zum Spotlight von eSports.ch. Mein Name ist Alexander Fuchs, a.k.a. Axel. Als erstes Alabat Switzerland 2016, die grösste Game-Expo und LAN-Party der ganzen Schweiz. Danach fliegen wir runter auf Genf zu der GGC, Geneva Gamer Convention. Dann rollen wir sofort ins FIFA-Franchise und schauen, was der FC United Zürich mit dem eSports zu tun hat. Als nächstes schauen wir eine Person an, die sehr, sehr kritisch angeschaut wird von der League of Legends Community. Er heißt Brad Wenben. Zum Schluss nehmen wir noch den Mathieu Guicré, a.k.a. Maniac, ein bisschen genauer unter die Lupe. Alles über eSports. Was die Szene bewegt, was dich bewegt. eSports.ch Powered by UPC. Vom 6. bis am 9. Oktober sind Jung und Alt, gross und klein, an der Switzerland 2016. Über 52'000 Besucher sind in die Halle der Bern Expo gestürmt. Für alle, die es verpasst haben, keine Angst, wir waren live vor Ort und haben alle Eindrücke für euch gesammelt. Events. Zusammen, heute ist Samstag, zweitletzte Tag von der Switzerland 2016. Wir gehen jetzt mal ein bisschen in den Swiss-Zeug rumlaufen und schauen, was die Leute denken, die da sind. Let's go! Wieso sind ihr da? Was war der Grund, hierher zu kommen für euch? Wir haben ja gerne Spiele und Games. Und wir waren ja schon letztes Jahr hier und wir wollen es irgendwie ein bisschen weiterführen. Was ist das für ein geiler Hut? Der ist von League of Legends, der Ramos. So, ich bin hier mit zwei ganz, ganz bizarren Gestalten. Wer sind ihr? Ich spiele den Shen, TPA Shen aus League of Legends. Und ich bin der Master Chief aus Halo. Kostüm selber gemacht? Ja, es ist einfach eine Zusammensammlung aus verschiedenen Kleidern und noch eine zusammengemachte Waffe. Da. Alles klar, ja, danke vielmals. Wünsche ich noch einen wunderschönen Tag in Switzerland. Tschüss. Welcome. You've won the cosplay contest today. Yeah. What do you feel? How does it feel for you? It's really great. In fact, I didn't plan on participating in the contest at first, but there were no cosplayers from Romandie. All right. So they asked if I could come, and it was really fun. As always, I really love to go on stage and represent my character, so it was good. How did you start doing cosplay? But why did you start? What was your like influence? In fact, I got to Polymanga, a big French camp. All right. In Lausanne. Yes. And I just went to see the contest. I didn't know anything about cosplay at this time, and I was like, oh, it's so good, making costumes and going on stage, because I always liked creative things. So I just said I want to do this too, and I tried it the next year. That's very, very awesome. Yeah, das ist für uns gewesen, Cosplay-Wettbewerb Gewinnerin von 2018 Switzerland. I'm out. Nicht nur Eindrücke, sondern auch neugierige Blicke haben wir können sammeln. Alle vor Ort und alle, die den Stream von der Switzerland 2016 geschaut haben, haben die Geburt von eSports.ch miterleben. Und du kannst das jetzt auch miterleben. Schaut sich an. And now, please welcome our presenters. Olix. Leo. What's happening, Switzerland 2016? Mein Name ist Alexander Fuchs, a.k.a. Axel. Ich bin Moderator bei eSports.ch und das ist meine wunderbare Kollegin Lea Alves, a.k.a. Kurai. Danke, Alex. Bonjour à tous. Je suis Lea Alves et comme vous pouvez le voir, je parle français. Je m'occupe de la partie française de notre émission eSports.ch, dont je vais vous parler un peu plus après. Aber Alex, was ist überhaupt eSports? E-Sports, gute Frage. E-Sports ist international gesehen
mega anerkannt. Schauen wir Südkorea, schauen wir Nordamerika, schauen wir Schweden, Deutschland, Frankreich. E-Sports überall mega geil und anerkannt in der Nation. Was mich aber stört, ist, in der Schweiz sind wir mega hinten drin. Und das gurkt mich richtig an, verstehst du? Ja, ich verstehe es voll. Und darum haben wir für euch eine absolut neue Plattform kreiert, esports.ch. Bei esports.ch werden wir Highlights, Streams, Interviews, Spielanalysen und vor allem werden wir ein Video haben für euch, wo Spotlight heisst, wo wir über die aktuellen News wöchentlich immer Updates machen. Wie an jeder LAN-Party haben wir auch den Switzerland für Turniersieger feiern. In der Kategorie Dota 2 hat MindSanity den ersten Platz erreicht. Sie konnten 1000 Franken mit heimnehmen. In der Kategorie League of Legends hat Arctic Gaming Revolution den ersten Platz erreicht und ist mit 2000 Franken heimgegangen. In der Kategorie Counter-Strike Go ist das Team Heide mit 2500 Preisgeld heimgegangen. Events. Switzerland war nicht die einzige LAN-Party, die am Wochenende gelaufen ist. Die GGC, oder die Genfer Gaming Convention, hat auch stattgefunden. Rund 200 Spieler waren vor Ort in der PAL Expo. Turniersieger in der Kategorie Counter-Strike sind Dog Esports und sind mit 2500 Preisgeld heimgegangen. In der Kategorie League of Legends hat das Team Oserf gewonnen und ebenfalls 2500 mit heimgenommen. Der Boso aus dem Team Qualitas Helveticas hat den ersten Platz im Spiel Hearthstone erreicht. News. FC United Zürich ist der allererste Club in der Schweiz, der jetzt auch einen E-Sport-Club besitzt. Sie konkurrieren jetzt gegen Teams wie Man City und Schalke 04. Vor Ort haben wir den Thomas Tempeli, den Coach von FC United Zürich, ein bisschen ausfragen und herausfinden, wie es so ist als Profifußballer. Herzlich willkommen bei esports.ch. Mein Name ist Alexander Fuchs, aka Axel. Ich bin hier mit dem Thomas Tempeli, dem Coach von FIFA United Zürich. Kannst du uns ein bisschen erzählen, was du genau dort machst und was es genau ist? Ja, jetzt in letzter Zeit, vor allem in FIFA, ist es so gewesen, dass Fußballverein nach wie vor immer FIFA-Spieler bzw. allgemein E-Sport-Teams aufgebaut haben. Durch das, dass ich selber beim FC United Zürich arbeite und spiele, war es ziemlich naheliegend gewesen, dass auch wir in der Schweiz bzw. jetzt beim FC United Zürich ein Team aufbauen wollen. Durch das, dass ich halt sozusagen an der Quelle bin und meine Spieler hier schon bei mir unter Vertrag haben. Und ja, das ist jetzt eigentlich so dann ineinander reingelaufen und darum haben wir jetzt auf den Release vom neuen FIFA dann ein FIFA-Team aufgestellt und ja. Wie oft trainiert ihr? Gibt es das Einwärmen? Wie sieht so eure Trainingsroutine aus? Ja, jetzt vor allem, wenn das neue Spiel rauskommt, wie jetzt FIFA 17, dann ist natürlich das Trainingspensum noch um einiges höher als dann später. Ich denke jetzt mal, momentan sind es so 3-4 Stunden Minimum, wo wir täglich gezielt trainieren, wo wir spielen. Und das wird sich dann mit der Zeit, wenn man sich die Basics angeeignet hat, wenn man das Spiel dann dementsprechend ein bisschen intus hat, Spielzeug und all das Zeug sitzt, dann wird es vielleicht, ich sage jetzt mal, zwischen 15 und 20 Stunden pro Woche sich belaufen, wie viel das wir spielen sozusagen. Und ja, das Training sieht eigentlich so aus, dass man zuerst einmal am Anfang jetzt auch wieder von der Version einfach viel spielt. Dass man die Routine bekommt, dass man viele Situationen erlebt, wie die Spieler sich bewegen, wie die neuen Features, die das Spiel dir gibt, wie sich dich anfühlen, dass du das einfach trainierst. Und dann werden wir natürlich spezifische Standardsituationen anschauen. Dann gibt es auch die Möglichkeit, dass man zum Beispiel so trainiert, dass einer die ganze Zeit angreift, das ganze Spiel an, und der andere verteidigt. Das heisst, du greifst mich jetzt zum Beispiel 45 Minuten lang an und immer wenn ich den Ball erobere, spielt er ihn zurück. So hast du einfach die Frequenz höher von den Angriffen und kannst ein bisschen gezielter deine Angriffsauslösungen üben und der andere dementsprechend aber auch die Verteidigung. Du bist ja jetzt der Coach. Vorher bist du, oder immer noch bist du, der erfolgreichste FIFA-Spieler der Schweiz. Wieso der Wechsel von Spieler zu Coach? Ja, ich bin jetzt schon 12 Jahre dabei. Ich habe schon ein paar Weltmeisterschaften, Europameisterschaften gespielt, bin ziemlich viel herumgereist. Für mich hat sich der Hunger nach Erfolg bzw. die Turnierlandschaft und so, ich habe es nicht gesehen, aber es reizt mich nicht mehr dort viel zu spielen und die Zeit zu investieren, die es braucht, um wirklich ganz oben mitspielen. Ich sage immer so, wenn ich etwas mache, dann versuche ich es so zu machen, dass ich auch ganz oben mitheben könnte.
mit dem Aufwand, den ich jetzt müsste betreiben müsste, um dort oben zu sein, das wäre etwas viel. Darum gebe ich jetzt meinen Jungs die Erfahrung, die ich gemacht habe, die gebe ich ihnen weiter. Ich gebe ihnen Tipps, ich schaue mit ihnen das Spiel an, wenn sie Fragen haben oder irgendwie das Training optimieren wollen, schaue ich mit ihnen Replays an. Und so sehe ich dann trotzdem immer noch meine Tätigkeit als Coach, wo ich dann halt so kann einbringen in das ganze, in die ganze Bewegung, wo sie, wo jetzt ja stattfindet mit E-Sports, mit FIFA, mit diesen Fußballteams. Und dort sehe ich mit meiner Erfahrung halt das meiste Potenzial, das ich jetzt halt noch einbringen kann in das Ganze. Danke vielmals. Das war der Thomas Tempeli, der Coach von FC United Zürich. Und wir sehen uns weiter in der Switzerland. I'm out. Highlights. Brett Wenden oder einfach Certainly T. Er ist ein Entwickler von Riot Games, der hinter dem Kultspiel League of Legends steht. Wir haben das Glück gehabt, ihn für ein Interview zu entführen. Schaut euch an. Hey, hi guys. Today I'm with Brett, known as Certainly T, one of Riot's developers. So I have to be honest, I'm not very familiar with what a Riot developer does. So could you tell me more about your job and what you do? Yeah, we do lots of different things. I am a game designer. In particular, I've designed champions and updated champions. We have other designers that focus on like our items or the map. I've worked on, I did the mechanics design on Darius, Zyra, Thresh, Yasuo, and Kalista. And then I've done some champion updates for the game for Mordekaiser, Graves, Caitlyn, and I'm working on Warwick right now. Mathieu Kike, oder einfach Maniac. Er ist einer der erfolgreichsten, wenn nicht der erfolgreichste Counter-Strike-Spieler aus der ganzen Schweiz. Wir haben in einem Exklusiv-Interview ihn Fragen stellen, wie zum Beispiel, wie bist du Profi geworden und wie lebt sich so als professioneller E-Sportler? Schaut's an. Bonjour à tous et merci à tous d'être ici avec nous sur eSport.ch. Je me trouve actuellement avec Mathieu Kikeret, c'est juste, autrement dit Maniac, aussi connu de son nom de scène, voilà. Qui est, eh ben, pour moi en tout cas, pour nous, en tout cas pour la plupart des Suisses, une grande fierté nationale parce qu'il est le, il est le seul joueur suisse de CSGO qui est professionnel, au niveau professionnel. Et oui, c'est un peu le rêve de tout le monde, hein, de, en tout cas de joueurs très passionné. Et donc on va lui poser aujourd'hui quelques questions pour en savoir un peu plus sur lui, sur son parcours dans l'e-sport. Alors, bon, du coup, je vais commencer directement avec à te demander de nous parler un peu peut-être de ton parcours ou comment t'en es arrivé à arriver justement à être dans la scène de l'e-sport. Alors je dirais que c'est un peu un hasard et beaucoup de travail. C'est-à-dire que quand j'étais plus petit, j'étais fasciné par les jeux vidéo. Il faut savoir que Counter-Strike, c'est un jeu qui est extrêmement vieux, même s'il y a eu différentes versions, mais l'origine de Counter-Strike date de 2000. Et à l'époque, je jouais déjà, mais voilà, pour le plaisir. Et après, ça a été vraiment petit à petit, graduellement. D'abord participer à des petites compétitions en Suisse, des plus grandes compétitions en Suisse, après peut-être aller se promener en France, en Allemagne, proche de la frontière, etc. J'avais un grand soutien de mes parents à l'époque, qui m'ont toujours dit que tant que ça allait bien à l'école, je pouvais voilà, passer ce que je voulais faire avec mon temps, si je voulais jouer ou pas, tant que mon parcours scolaire allait bien. Et Counter-Strike, ou l'e-sport en général, s'est extrêmement développé ces dernières années. Et ma foi, il s'est avéré que j'étais parmi les très bons joueurs quand c'est devenu une discipline. Et que ben, toutes les équipes qui étaient très fortes à un moment donné se sont retrouvées à signer des contrats et à devenir gentiment professionnels. Et après, ça a été vraiment un cercle dans le sens où les compétitions avaient de plus en plus d'argent à proposer en cash prize, donc de plus en plus de gens regardaient, donc de nouveaux sponsors arrivaient. Donc voilà, c'est un peu une dynamique positive qui s'est enclenchée depuis quelques années. Et chance et travail, je me suis retrouvé au milieu de l'ouragan, quoi. Parmi tout ce travail et cette persévérance que tu as dû accomplir, quelle est pour toi ta plus belle réussite que ce soit, je sais pas, dans un match peut-être, ou vraiment ton highlight, est-ce que t'as quelque chose en moment? J'ai toujours un moment en tête, je pense. Dans Counter-Strike, trois fois par année, on a des tournois qu'on appelle des majors, donc ils sont un peu l'équivalent des grands chelems du tennis, voilà, le Wimbledon, le Roland-Garros, etc. Et en été 2014, j'étais avec une équipe française, on était à Cologne, pour un de ces tournois voilà, majors. Et malgré qu'on était une bonne équipe, on n'était pas forcément considérés comme des top contenders pour gagner le tournoi. Voilà, on était juste une bonne équipe. Et en quart de finale, on a joué contre Virtus Pro, qui était une équipe polonaise extrêmement forte, connue de toute la communauté du jeu vidéo, etc. Et on a réussi à les battre 2-0, 2-1,
deux maps extrêmement serrées, je pense 16-13, 16-14. Et voilà, je pense que je me souviendrai toute ma vie du moment où on s'est levé sur la scène en réalisant qu'on les avait battus et qu'on avait accédé à la demi-finale d'un grand chelem, ce qui est énorme à niveau de Counter-Strike. Et voilà, le moment où, quand tu gagnes ces matchs à pression, tu as un tel niveau d'adrénaline et de peu importe quelle drogue dans ton corps qui fait que tu es heureux, qui dépasse tous les seuils. Et c'est vrai que c'est des moments qui sont extrêmement forts en émotion. Et je pense que c'est ça qu'on recherche quand on joue aux vidéos, c'est que quand tu goûtes un peu à ces moments d'adrénaline pure, voilà, c'est une sorte d'addiction. Tu as envie de les revivre, tu as envie de retourner sur scène, tu as envie de regagner des grands matchs. Donc voilà, je pense battre Virtus Pro à Cologne en 2014, c'était mon plus beau moment dans ma carrière. D'accord. Bah en tout cas, ouais, félicitations. Je crois qu'à ce moment-là, justement, j'étais pas encore trop dans l'e-sport et du coup, j'ai pas suivi ce... Je suis désolée, mais en tout cas, voilà, c'est super. Alors, où est-ce que j'en suis? Oui, il y a une grande question, justement, que bah, sûrement beaucoup d'étudiants se posent, vu que, justement, tu as fini ton master l'année passée, il me semble. Ouais. Mais comment est-ce que tu as fait pour allier études et tes entraînements, justement, intensifs? Alors, je pense que ça requiert beaucoup de conditions. Déjà, en général, quand tu es au niveau master, tu as un petit peu plus de liberté dans tes cours, plus de travail à la maison. Voilà, donc je pouvais aussi me permettre de m'organiser. C'est pas comme si je devais être présent 5 jours par semaine à l'université, voilà, etc. Je pense que ça requiert une énorme organisation, une grande volonté aussi. C'est-à-dire que ça m'est arrivé de manière très régulière de devoir réviser des examens dans les avions. Voilà, partir aux États-Unis, t'as 12 heures d'avion, et ben tu sais qu'au retour, t'auras un examen à 8 heures du matin, et il te reste 12 heures pour apprendre et t'as pas le choix, quoi. Tu peux pas regarder un film ou dormir, tu dois étudier. Donc, vu que tous les moments que tu passes aux jeux vidéo, c'est des moments où tu n'étudies pas, ça fait que ce qui te reste de temps libre, ben, ça disparaît quasiment, quoi. Les moindres petits temps libres que tu peux trouver entre tes études et ton CS, et ben, tu révises. Tu révises et ça demande beaucoup de temps, beaucoup de volonté, mais sachant que l'e-sport pour moi, ça a été toujours quelque chose, un point d'interrogation, j'ai jamais vraiment su si ça allait se développer à long terme ou pas. Je pense que c'est extrêmement important de privilégier d'abord une éducation et d'avoir une sécurité, et ensuite de tenter sa chance dans le monde du jeu vidéo si on en a envie. Mais pour moi, j'ai jamais pu envisager de quitter mes études pour le jeu, quoi. Ich bedanke mich herzlich, dass ihr heute eingeschaltet habt und wir sehen uns nächste Woche bei eSports.ch. Heimat. eSports.ch Powered by UPC.